Hallo Freunde des Mittelalters und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, die Folgen gehen jetzt immer ein bisschen länger, dafür gibt es weniger Folgen am Tag. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher auf dem Kanal. Und jetzt schauen wir mal wirklich, ob wir die Banditen finden. Finde heraus, wo der hinkende Bandit wohnt. Ja, super. Also muss ich doch wieder zurück in die Stadt, wo ich gerade ein Verbrechen begangen habe und muss schauen, wo die Schenke hier ist. Damit ich mich irgendwo schlafen legen kann. Moment. Ups. Ich glaube, ich werde erkannt. Ah, ich hätte ihn einfach niederschlagen sollen. Meine dämliche diebische Tätigkeit bringt mir auch nur Probleme. So, der Dieb hatte doch andere Kleidung an. Weil es einfach bis zum Morgengrauen. Das sollte der über Nacht vergessen, dass bei ihm eingebrochen wurde. Irgendwie ist es auch besser, einfach die Uhr weiter nach vorne zu drehen. So zum Beispiel auf 8 Uhr und dann einfach bei 7 Uhr Escape zu drücken. Damit du nicht diese letzte langsam bewegende Stunde hast. Ach, wer auch immer diese Stunde eingebaut hat. Verflucht seist du. Sei froh, dass es keine Hexenverbrennung mehr gibt. So, Fackel mit unendlich Petroleum. Gehen wir zurück ins Dorf und suchen nach dem hinkenden Mann. Ach, scheiße. Lass mich raten, ich bleibe für immer als Dieb hier gekennzeichnet, sobald ich was geklaut habe. Dann werde ich wohl mich dieser Sache nicht entledigen können. Ich sollte nur nicht ins Haus des Schreibers gehen. Junge Frau. Habt ihr denn keine Schenke hier? Eine Waage? Könnte auch einfach für Händler stehen. Leider noch nicht geöffnet. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt?
So einen kenne ich, ein verschlagener Bastard. Hoffentlich schaffst du ihn fort. Er haust in der Hütte am Dorfrand, an der Straße nach Hatay. Gott behüt dich. Danke, das ging aber schnell. Was ist denn? Nichts. Aufgabe begonnen, statte Heinz einen Besuch ab. Willst du mich veräppeln? Ich will jetzt nicht schon wieder zum Heinz. Der bringt nur Ärger. Und natürlich Kleidung. Was ist denn hier los? Bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus, ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof, das... könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen... der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Boah, fuck off, ey. Sakra. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn... ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu. Frag so viel du... Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Indem er vorher tot war. Hey, du! Halt! Was? Vergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Das nennst du Kämpfer. Hallo, ich geb auf! Was für Verbrechen? Jemand hat dich beim Stehlen erwischt. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen.
Um das zu bereinigen, musst du einiges Aua, hinlegen. Aua, meine Hand! Du machst einen großen... Aber das wird dir nicht viel... Verflucht. Also gut. Arme und Beine auseinander. Wollen wir mal sehen, ob du etwas... Was Verdächtiges bei mir? Ich habe überhaupt nichts Verdächtiges bei mir. Und super, danke, dass du mir direkt die... einfach die Fresse polierst. Heilige Maria, welch Martha. An dem haben sie Mordsarbeit geleistet. Judas. Das könnte eine Warnung sein. Aber für wen? Und was zum... Offenbar hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen. Haben sie ihn zuerst umgebracht und dann ausgeweitet? Das würde erklären, warum keiner etwas gehört hat. Wahrscheinlich haben sie es genauso gemacht. Hier ist nichts. Außer eine Truhe, die wir mal eben knacken können. Ich hoffe, das gilt jetzt nicht als Diebstahl. Obwohl, ein bisschen Diebstahl ist es schon. Aber der Besitzer ist unpässlich. Muss mir auch mal wieder voll fressen. Ein Bett. Ein Bett. Erstmal im Bett des Toten schlafen. Nein, lieber nicht. Oh nein, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Er hat wirklich da drin geschlafen, oder? Kranker Scheiß, Zeit ist vergangen. Hauptsache, der Tod hat vorher noch gekocht. Toll, jetzt sind alle weg. Alle, die ich hätte befragen können. Hey! Was? Ich meine, bin lieber zu Fuß unterwegs. Hey! Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann. Aber frag, wenn's sein muss. Was war der hinkende Heinz für einer? War nicht zu übersehen, dass er in Thun nicht gut war. Hab mich von ihm ferngehalten. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist alles. Danke. Der Pfarrer wird da wirklich mehr wissen. Außerdem müssen sich hier auch an solche Schweigepflichten halten. Aber ich glaube, früher konntest du dem Pfarrer ein bisschen Geld geben, dann hat er das auch mal gebrochen. Obwohl er vor Gott das gar nicht darf. Ah, hier wäre die Schenke gewesen. Was macht der Pfarrer da? Übungen? Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater.
Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl in Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Verdammte Hacke. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Heinz ist tot. Ihm kannst du nichts mehr sagen. Aber wenn du nichts sagst, schadest du damit womöglich anderen. Ich würde einen Eid brechen. Einen der Grundpfeiler der Heiligen Mutter Kirche. Wenn die Leute glauben, dass auf die Heiligkeit der Beichte kein Verlass ist, wären die Folgen sogar noch schlimmer. Schlimmer als der Tod Unschuldiger? Schlimmer als Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen? Niemand entgeht seiner gerechten Strafe. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein, aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Man redet viel. Aber er kann gut mit dem Schwert umgehen. Wie ich sehe, weißt du, wie man ein Schwert schwingt. Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Weißt du schon, wie du mir bei meinen Untersuchungen helfen kannst? Sparen wir uns das für den Abend auf. Komm in die Schenke, dann reden wir darüber. Gibt es etwas für mich? Mich plagen so viele Sorgen, dass ein weiteres Paar Schultern, um sie zu stemmen, höchst willkommen wäre. Ich soll mich um eine Hexe kümmern. Eine Hexe? Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Wie allen Kräuterkundigen, was das betrifft. Ah, lass mich raten. Die Kühe geben Blut statt Milch und Säuglinge kommen mit zwei Köpfen und Schwanz zur Welt. Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie stiftet Uschitzer Weiber zur Hexerei an. Ein Vögelchen? So, so. Du weißt, wie es ist. Die Leute sehen den Splitter im Auge des anderen, doch den Balken im eigenen Auge. Mit anderen Worten, jemand hat sich das Maul zerrissen. Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche. Also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen. Und ihr vielleicht diesen Unsinn austreiben. Falls sie den Leuten wirklich Flausen in den Kopf setzt, gehe dem nach und kümmere dich darum. So gut wie erledigt. Gut. Und keine Sorge, ich zahle stets meine Schulden. Du findest Gertrude, dieses alte Kräuterweib, in den Wäldern. Bis zum Abend haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Vor allem geil, die Quest Tanz mit dem Teufel zu nennen. Also sie hatten die Tanz der Teufel. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir auch in den Wald reiten. Meine Schulden sind ja auch beglichen.
Gilt das als Nebenquest oder als... Nebenquest. Gut, dann machen wir die auch. Hatte in der Folge vorher erwähnt, ja, Aktivitäten sind immer so eine Sache. Da habe ich einfach so das Gefühl, dass Aktivitäten randommäßig generiert werden. Aber Nebenquests halt will ich dann auch Sequenzen etc. haben. Na? Oh, scheiße, jetzt muss ich hier doch wieder rausreiten. Wie wär's mit dem Schild vorne? Kein Passierschein für Pferde. Ach, geh weg, Obsthändler. Beweg dich, dickes Schwein. Also ich weiß nicht, wie man in 100 Stunden hier alles schaffen soll. Vielleicht Haupt- und Nebenquests. Oder sagen wir 50 Stunden Haupt- und Nebenquests und all dieser Kleinfitzelkram nochmal zusätzlich die Zeit. So. Wenn man nichts hängen bleibt, sieht es auch wunderschön aus. Vor allem geil, ich habe meine Waffe geändert und seitdem habe ich keinmal mehr kämpfen müssen. Ich glaube, da vorne ist das Haus vom Hexenweib. Leute, unvoreingenommen da rangehen. Aber dass sie im Wald wohnt, ist schon ein Anzeichen. Grüß Gott, Gertrude. Dann zeig mir mal, wie du aus meinem Rüpel eine Wasserpfeife machst. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Frag, was du willst, Junge. Was war der hinkende Heinz für einer? Wer das Schwert ergreift, soll durchs Schwert sterben. Wundert mich nicht, dass er so geendet ist. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? An dem war alles verdächtig. Hab einen großen Bogen um ihn gemacht. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Woher soll ich das wissen? Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Weiß nicht. Ich gehe nie ins Wirtshaus. Das ist alles. Danke. Sollte ich mir erst was beibringen von der? Könntest du mir etwas über Heinz... Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen... Gut, aber jetzt pass gut auf. Gott be- Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Du weißt, dass man Hexen lebendigen Leibes verbrennt? Ich will keinen Ärger. Ich sag dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Flugsalbe. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat.
All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten, beim Herrn ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Oh, Geldgeil. Was für eine Salbe? Die enthüllt, weiß nicht. All das Geschwätz. Die Salbe kann... Ich möchte etwas... Ach so, deshalb war es noch hell, weil ich habe den anderen Weg noch gehen können. Ich weiß gar nicht, hat die mir das Rezept gegeben? Wieso also bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ja, habe ich erstmal genug gehört. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erklär dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Oh, gelernt Heldentum und Kräuterkunde. Nee, Heidentum. Lesen ist schon schwierig, aber ich bin ja noch am Lernen mit dem Lesen. Oh, da sind jetzt die ganzen anderen Weiber. Da werde ich mich aber per Schnellreise hinbewegen. Pass mal auf, da unten ist wirklich das Banditenlager am Ende. Dann habe ich die ganze Zeit über Heinz geredet und den ganzen Scheiß. In Wahrheit habe ich die schon gefunden. Das alles nur wegen einem Dealer und seine Kräuterhexen-Anhängerin. So, da scheint die erste Frau zu sein. Was war das? Was ist das? Wie, was ist das? Ich bin ein Typ in der Rüstung, der hier querbeet durch einen Garten rennt. Slata, du bist doch die mit der Fehlgeburt. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will sie? Mehr Geld? Es geht nicht ums Geld. Sie ist besorgt um eure Gesundheit. Die Salbe kann gefährlich sein. Und ich soll für sie sicherstellen, dass ihr damit kein Schindluder treibt.
Sie hat so etwas erwähnt, aber warum sollte es so schlimm sein? Wenn sie sich sorgt, soll sie zur Geisterstunde an der Kreuzung zu uns stoßen. Aber ansonsten kein Wort zu irgendwem. Ach du Scheiße. Was habe ich vor? Was hast du hier zu suchen? Ich mach doch gar nichts. Ich laufe ganz normal den Weg lang. Oder ist an mir irgendwie Blut, Dreck, Schweiß, Kot? Lass mich raten, Gertrude hat jetzt auch ein Problem. Hey, ist da jemand? Was war das? Hey, wir stehen zu viert auf demselben Feld. Hey, pass auf! Pflege! Ich habe etwas über eine... Und das hast du wo gehört? Das Kräuterweib. Gertrude? Darum geht es nicht. Sie. Deine Sorge ehrt dich, aber wir sind erwachsen. Folge den Frauen in den Wald. Moment, die andere hat mir doch schon gesagt, wo ich hin muss. Ist auch die Frage, muss ich der Kräuterhexe nochmal Bescheid geben? Und ist das jetzt Schenke und Bäcker oder nur Schenke? Ach, die Schenke ist daneben. Dann treffe ich mich zuerst mit dem Pastor und danach schaue ich, was die Weiber vom Wald machen. Nichts Schlimmes, ich guck doch nur. Habt ihr nicht irgendwo ein bisschen was, wo ich mich hinlegen kann? Könnte ich hier... Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Sicher, aber... Hier, bitte. Das ist ganz für dich. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch. Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn's sein muss. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Immerhin. Das ist alles. Danke. Wo soll ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und ein... Danke. Pass auf, wo du hingehst. Ah, da. Ich habe nämlich nicht so viel Energie mehr. Und ich glaube, ich falle gerade durch den Boden. Ein Traum. Ach, das ist das Bett. Ich dachte, das ist das Bett. Hab schon einen Schock bekommen. Oh, fällt mir ein, bevor wir schlafen, können wir gerne eine Stunde lesen. Ich werde so ein richtig belesener
weiser Mensch. Wer braucht schon Schlüssel? Auf den ersten Blick scheint die Kunst des Schlösserknackens unverzichtbarer Bestandteil der Diebesausbildung zu sein. Auf dem zweiten Blick auch. Und nach 5 Stunden habe ich das schon komplett gelesen. Neustufe erreicht im Schlösserknacken. Und jetzt mal ein kurzes Nickerchen. So, bis kurz vor 21 Uhr. Dann treffe ich mich mit dem Pastor. Und dann gehen wir einen Schritt weiter in die... Und verfolgen mal die Mädels in den Wald und schauen, was die für Hexenzeug da anrichten. Wahrscheinlich nehmen die Drogen und fliegen auf ihren Besen weg. Du. Ach, ich bin schon so gut bei leichten Kisten. Und jetzt habe ich auch die 3 Wildschweinleder. 2 habe ich natürlich beim Pferd drin. Ah, da ist der Pater Godwin. Hi, grüß dich. Wir wollten uns doch treffen. Ein Bier. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Auf die Frauen. Ich bin aus Scarlets. Gott segne sie. Oh, tut mir leid. Was ist mit den deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. Hier. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Gern geschehen. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Auf gute Gesundheit! Dann floh ich nach Thallenberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha, nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten, verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab.
Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Da ist es schon. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Ja. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Ja, wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise, für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir?
Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Juhu, noch mehr zu lesen. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Wenn's nötig ist, werden die alles tun. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Hier. Auf die Frauen. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Ich glaube, ich verpasse die Mädels. Neue Lebensaufgabe. Reden, 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 trinken, pupsen, im Badehaus abhängen, Frauen begatten, weiter trinken, würfeln, das Zeug essen, was da drauf ist, Hähnchen, mit noch mehr Frauen rummachen, wieder baden, wieder trinken, wieder weiterreden, Bücher lesen, sich freuen, Spaß haben, Frauen auf den Hintern schlagen, Arm drücken. Einen Geistlichen besiegen, danach seine Frau vögeln. Genug ist genug. Vogt, komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof. Über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Ihr seid also auf Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Sünder, Errungenschaft freigeschaltet und ich bin trinkfester geworden. Na los, Vogt! Was ist nicht mehr gerein? Hundling! So, meine Lieben, würdet ihr nicht gern mal die Glocke läuten? Nichts leichter als das. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gudwin, lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Das wollen sie mir schon tun. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Passt auf, dass ihr... Da sind wir. Was für eine Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Das macht richtig Spaß. Blöder Esel. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Go!
zurück, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Mäh! Im Trinken wird man einfach der beste Freund. Oh, Alter, das Sonnenlicht tut richtig weh. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Wenn du Esel. Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Heilige Scheiße. Wer zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh, Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan sind. Oh, Saufgelage. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut, abgemacht.
Wunderbar. Dann an die Arbeit. Ich habe doch keine Ahnung mehr, was der in der Predigt gesagt hat. Erstmal meine Ausrüstung wieder anlegen. Auffälligkeit von 100 hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich im Rausch bin. Dafür bin ich trinkfester geworden. Sogar schon Stufe 5. Biertrinker kann nicht mit der Spezialisierung Weintrinker. Unter dem Einfluss von Alkohol zittert dein Händel 25% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand zittert dein Händel jedoch 25% mehr. Ach, an sich ist meine Familie Weintrinker. Mütterlicherseits, väterlicherseits sind wir Biertrinker. So, und in der Redekunst haben wir auch was dazu bekommen. Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf um 50% erhöht, wodurch du sie leicht überzeugen kannst. Zudem kannst du die Dienste von Badehaustieren kostenlos in Anspruch nehmen. Und Empathie, ich sehe direkt die Fertigkeit meines Gegenübers. Ich finde Empathie langfristiger praktischer. Ich esse erstmal aus deinem Topf. Ich hab's mir nicht anders überlegt. Ich komme sofort. Ich guck noch, ob ich was bei dir klauen kann. Ach, verdammt, Hacke. Ich muss wirklich in die Kirche und predigen.